Distelhäuser präsentiert. Zweite Bundesliga, der 8. Spieltag am Sonntag, den 16.10. 17 Uhr. Dessau-Roßlauer HV 2006 gegen DJK Rimpa Wölfe. Live auf dem Wölfestream. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Jochen, Rimpa Wölfe, Handball. Das ist natürlich ein ausgezeichneter 4. Tabellenplatz im Moment. Da konnte man am Anfang der Saison nicht unbedingt so mitrechnen. Nee, absolut nicht. 10-2 Punkte, 5 Spiele gewonnen, nur 1 verloren. Es ging schon gut los in Aue. Wir haben ja zusammen kommentiert. Wahrscheinlich haben sie auch deshalb gewonnen. Das und wegen sein, unseren ne? Putzmädchen, die wir mitgenommen haben. Aber nee, ernsthaft, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Lauf. Und jeden Punkt, den wir uns jetzt holen, sichert uns den frühzeitigen Klassenerhalt und wird uns Planungssicherheit geben. Es stimmt einfach in der Mannschaft, die Stimmung ist gut. Mit dem Trainer, mit dem Obi klappt es hervorragend. Der Dr. Brack, der unser sportlicher Berater, der bildet mit dem Obi ein gutes Team. Also das kann so weitergehen. Und wir gewinnen dieses Jahr halt auch die engen Spiele, die wir letztes Jahr, du kannst dich erinnern, oft mit einem verloren haben. Die gewinnen wir. Wir machen uns nicht mehr in die Hose, sondern wir spielen konzentriert und engagiert weiter und gewinnen dann die Spiele. Ja, das ist natürlich wichtig. Wir haben hier einen Musiktitel jetzt, und zwar die Toten Hosen. Und nach den Toten Hosen haben wir Matthias Obinger, den ich vorher noch interviewt habe zum Spiel am Sonntag. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Matthias Obinger. Man kann sagen, die Dinge haben sich sehr, sehr positiv im Laufe der Saison, der noch jungen Saison, darf man ja sagen, entwickelt. Momentan, und die Betonung liegt ja auf momentan, läuft es tatsächlich gut. Also sowohl in der Punktausbeute als auch vom spielerischen Moment her haben wir uns deutlich weiterentwickelt. Das ist auch, das sieht man ja auch, wie die Jungs dann tagtäglich im Training arbeiten und Gas geben. Also momentan macht es richtig Spaß. Momentan seid ihr Vierter. Du hast letztlich gesagt, es ist eine schöne Momentaufnahme. Das kann man sicherlich so sehen. Aber die Punkte, die man hat, die hat man. Das sage ich immer. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und gerade aufgrund dessen kann man dann auch mit breiter Brust zum nächsten Auswärtsspiel nach Dessau fahren. Das kann man. Man darf allerdings den Fokus auch nicht verlieren. Das wird in Dessau wieder ein ganz, ganz anderes Spiel. Wir hatten jetzt letzte Woche bei den zwei Heimspielen auch zwei Spiele, die nicht unterschiedlicher sein können. Und das in Dessau gibt wieder eine ganz andere Aufgabe. Ein Aufsteiger. Die meisten von uns haben noch nie in Dessau gespielt. Es ist immer schwer zu spielen in Dessau. Gerade gegen Trainer Fuchs Jung Andreas, also da wartet uns schon eine heiße Kiste. Das ist natürlich klar, aber du hast es jetzt gerade erwähnt, unterschiedliche Spiele, ihr seid auch mittlerweile mehr in der Lage, auf unterschiedliche Taktiken einzugehen, und da seid ihr natürlich auch in den letzten drei Jahren zweite Bundesliga ziemlich gereift. Ja, also man kann jetzt auch nicht bei uns von alten Hasen sprechen, aber diese Erfahrung in den letzten Jahren zweite Liga, die spricht jetzt bei dem Spiel natürlich für uns, auch wenn natürlich Dessau Spieler in den Reihen hat, die teilweise auch über Erstliga-Erfahrung verfügen. Also das wiegt sich dann auch schon irgendwie wieder auf. Wir wollen da unser Ding machen, wir wollen auf unseren Matchplan schauen, wir wollen den wieder versuchen, so 100% umzusetzen, und dann schauen wir mal, was möglich ist in Dessau. Wie sieht es im Kader aus? Stand heute, gibt es Probleme? Ja, die üblichen Probleme halt, wie auch letzte Woche. Also Max Brustmann, das müssen die Ärzte dann am morgigen Samstag entscheiden, ob er wieder spielen kann. Der hat ja nach wie vor die Knochenabsplitterung. Und dann der zweite Wackelkandidat ist Bene Prielmeier, dem die Wettkampf- und Trainingspraxis fehlt, ist gestern wieder ins Training eingestiegen. Muss man mal gucken, was das Sinn macht am Sonntag.
Wir werden natürlich Sonntag wieder live drauf sein und können natürlich unseren Hörern hoffentlich von einem tollen Spiel berichten. Es ist immer ein bisschen nervenaufreibend, diese ganze Auswärtsfahrt. Und bis jetzt habe ich, also diese Saison kann ich eben sagen, ihr könnt mitfahren, ihr könnt dabei sein. Es ist einfach toll. Und wenn es da nicht geht, Radio hören und dann beim nächsten Heimspiel dabei zu sein. Ja, es ist schön, wenn uns auch ein paar Fans jetzt auswärts begleiten und Stimmung machen. Hat ja gegen Essen und Aue auch ganz gut funktioniert. So, wir haben jetzt Freitag. Wir gehen nachher gleich live auf Sendung. Jochen Bär wird bei uns zu Gast sein. Wir werden über Handball reden. Wir werden über den Würzburger FV reden. Martin Lang, Sportdirektor vom Würzburger FV, wird auch zu Gast im Studio sein. Und auf Sky werden wir ein Spiel sehen. Arminia Bielefeld, Würzburger Kickers. Dein Tipp? Ja, es scheint ja vom Tableau her eine klare Angelegenheit zu sein. Ich meine, die Arminia noch kein Sieg. So wie Sonntag, ne? Vom Tableau. Ja. Ich glaube schon, dass es die Kickers machen. Ich glaube, dass es einen knappen 1:0-Sieg für die Kickers geben wird. Dankeschön, ihr geht trainieren, ich gehe senden. Dankeschön, Matthias. Bis bald, ja. Tschüss. Distelhäuser, immer eine frische Idee.